Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV. Ihr habt abgestimmt, welchen Job wir bis Endwalker noch ein bisschen uns näher anschauen sollen. Und der Schwarzmagier hat gewonnen. Deshalb nehmen wir die nächste Quest hier bei Lalai an. Schwarze Magie im Sinn. Lalai möchte dir einen neuen mächtigen Zauber anvertrauen, die Großmeister Kurahuraka hinterlassen hat. Schwarzmagierin Tara, wie es scheint, kultivierst du fleißig die Kräfte der Zerstörung in dir. Ja, ja, das ist gut. Sehr gut sogar. Ich habe da nämlich eine Bitte an dich. Nach alledem, was sich zugetragen hat nach dieser Tragödie, habe ich es mir nicht nehmen lassen, die Gefängniszelle in der Marasaya-Strafanstalt, in der Großmeister Kuraka 100 Jahre verbracht hat, einmal näher zu untersuchen. Ich muss das einfach tun, um die Schuld zu mindern, die man ihm zum Teile angelastet hat. Ich wollte mir genauer ansehen, wonach er geforscht und was ihn all die Zeit angetrieben hat, um es irgendwann auch die Nachwelt wissen zu lassen. Ich bin bei der Suche letzten Endes auf einen Zettel gestoßen, auf dem rätselhafte Zeichen standen. Ein Verschlüsselungszauber. Hat die Botschaft darauf vor neugierigen, unbefugten Augen geschützt. Als ich den Zauber aufgehoben habe, bin ich furchtbar erschrocken. Der Zettel verriet nämlich die Orte, an denen sich zwei verbotene Schriften, lange verloren geglaubter Grimoire, befinden. Grimoire, du weißt schon, das, was Gelehrte manchmal mit sich rumtragen, beziehungsweise Beschwörer. Es handelt sich dabei um das Buch von Nald und das Buch von Tal. Man sagt, diese beiden Grimoire enthielten verbotene Zauber von einst. Und da du im Grunde Großmeister Kurukuraks Nachfolger bist, bist du auch diejenige, die nun diese Schriften bekommen sollte. Diese Information auf dem Zettel war, wie gesagt, verschlüsselt. Doch jetzt wissen wir, dass sich das erste Grimoire bei Nalds Besinnung im südlichen Talalan befindet. Wollen wir doch einmal sehen, ob wir es finden und ihm seine Geheimnisse entlocken können. Was meinst du? Entlockende Geheimnisse, dafür bin ich immer zu haben. Also, auf nach Nalds Besinnung. So, hier sollte also das erste Geheimnis verborgen sein. Tara, ich habe es gefunden. Das Grimoire war exakt an der Position versteckt, die auf dem Zettel stand. Das Buch von Nald, das der Großmeister zurückgelassen hat. Meine Hände hören überhaupt nicht mehr auf zu zittern. Jetzt, da ich diese Schrift in selbigen halte. Wenn ich mir nur versuche vorzustellen, welche mächtige Schwarzmagie darin beschrieben wird, wird mir ganz anders. Aber gerade weil sie auch so großes potenzielle Gefahr birgt, ist es unsere Aufgabe, uns ihrer anzunehmen. Ich schlage vor, wir sehen auch noch unverzüglich bei Tals Rast nach, ob wir das versteckte Buch von Tal ebenfalls finden. Beeilen wir uns. Okay, dann geht's jetzt halt nach Tals Rast. Muss ich mal ganz kurz gucken, wo das ist. Also wir sind jetzt hier. Und Tals Rast wäre ganz woanders. Im östlichen Talalan. Also, da müssen wir hier zu Camp Knochenbleich und dann darüber fliegen. Bis gleich. So, in dieser Höhle sollte dann auch der zweite Teil dieses geheimnisvollen Zauberspruches oder was auch immer sein. Ah, Lalai hat es gefunden oder war schon jemand vor ihm da? Wahrscheinlich war schon jemand vor ihm da, oder? Oh weh! Sieh dir das an, Tara! Ja, es war jemand vor ihm da. Die Truhe ist leer. Das Buch von Tal ist weg. Wer kann denn das Buch nur entwendet haben? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wenn das Buch von Tal jemand in die Hände gefallen ist, der die Kraft der Zerstörung in irgendeiner Form missbrauchen will, dann gnade uns Tal höchstpersönlich. Wer weiß, was auf uns zukommt. Aber das ist ja längst nicht das einzige Problem. Wenn erst einmal die Taumaturgengilde von der Existenz dieses Grimoires erfährt, werden sie nicht unversucht lassen, selbst an die Bücher zu kommen und sie wegzusperren. Damit würde ich nur unsere... Damit würden nicht nur unsere Forschung erheblich erschwert. Nein, das hätte auch zur Folge, dass das von Großmeister Kurukurak wiederbelebte Wissen in der Vergessenheit gerät. Womöglich für immer.
Was wäre das nur für ein herber Verlust, wenn solches Wissen über die großartige Kraft der Zerstörung für die Nachwelt verloren ginge? Aber wie dem auch sei, hier können wir nichts mehr tun. Kehren wir zu Milvins Kapelle zurück und überlegen wir, ob wir nicht doch noch irgendetwas zu tun können. Ey, immer diese Weißmagier. Hier gibt es für mich nichts mehr zu tun. Oder Druiden. Ja, für mich gibt es hier auch nichts mehr zu tun, deshalb zurück zur Milvertell-Kapelle. So, haben wir alles? Bitte verzeih, dass ich vorhin so außer mir war. Ich hatte auf dem Weg hierher genug Zeit, um wieder einen kühlen Kopf zu bekommen. Was mich dennoch beschäftigt, die Truhe, in der das Buch von Tal hätte eingeschlossen sein sollen, war mit einer Staubschicht von gut 100 Jahren bedeckt. An einer Stelle war jedoch zu sehen, dass jemand sich daran zu schaffen gemacht hat. Wer auch immer dazu immer da war, wir können davon ausgehen, dass dieser jemand nun im Besitz des Buches von Tal ist und er es erst vor relativ kurzer Zeit entwendet haben muss. Wie es scheint, ist das erste Grimoire allerdings mit einem Verschlüsselungszauber versehen, so wie es auch bei dem Zettel, der uns zu ihm geführt hat, der Fall war. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass das Buch von Tal auf gleiche Weise geschützt ist. Dieser Schutz ist nicht ohne weiteres unwirksam zu machen. Ich habe also durchaus die Hoffnung, dass wir den Dieb rechtzeitig aufspüren und das Buch an uns nehmen können, bevor er damit Unheil anrichten kann. Ich werde dabei versuchen, ob ich aus dem Buch von Nald etwas ziehen kann, das uns einen Hinweis auf den Verbleib seines Gegenstückes geben kann. Und du solltest deine Zeit auch sinnvoll nutzen und dich weiter deinem Training widmen. Wer weiß, ob wir deine Kraft früher oder später nicht noch brauchen. Ja, die Kraft werden wir garantiert von ihm brauchen, wenn du den Weg des Schwarzmagiers, du setzt den Weg des Schwarzmagiers fort. Sobald du als Schwarzmagierin Traumaturgin Stufe 52 erreicht hast, kannst du von Lalai bei den Milfred-Kapelle den nächsten Auftrag annehmen. Ja, so ein Glück, dass wir das haben. Wir können auch schon die nächste Quest annehmen, allerdings würde ich das sagen, machen wir in der nächsten Folge. Die Folge ist zwar jetzt etwas kürzer, aber keine Sorge, dafür kommt diese Woche hier noch die nächste Folge. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen... Entschuldigung. Natürlich erst doch mal vielen Dank an meine Kanalmitglieder. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Wie kann ich nur? Mea culpa. Und natürlich ganz besonderen Dank an meine Ehrenmitglieder Joja Neidblum, Necki Magister und Klingone23. Danke euch. Und nun, wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.